Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von RimWorld. Weiter geht die Reise und das Abenteuer. So, wir schauen mal, wo wir stehen geblieben sind. Wir haben letzte Folge den Besuch von den Dinos hier gehabt. Die haben wir schon erledigt. Da kommt ein Dingsbums, hier ein Serverteil, das ist gut. Sogar sehr gut. So, ja. Wo sind denn unsere Schiffs? Was ist denn hier passiert? Okay, keine Ahnung. So, und wo hat er jetzt unseren Server hingeschmissen? Okay. Ist auch weg. Na gut. Na gut. Okay. Egal. Wir haben inzwischen hier schon zwei Glitzer-Server drin. Jetzt drei Glitzer-Server. Okay, man merkt auf jeden Fall die Glitter-World-Server. Also die sind schon ordentlich schnell. Richtig ordentlich schnell. Das ist gut. Das bedeutet, wir kriegen auch irgendwann relativ gut Rohstoffe. Einer ist noch unterwegs. Der kommt jetzt, der Jan, in 0,4 Tagen. Heißt also jetzt auch jetzt gleich. Sehr schön. Okay, das heißt, wir machen weiter. Hier ist ja ein... Oh, da spielt jemand Billard. Und der Raum ist fertig. Heieiei, ist das schick. Stopp mal, was ist denn hier los? Warte mal. Wait a minute, was ist hier los? Warum ist da kein Minustemperatur drin? Warum ist der nicht mehr angeschlossen? Warum fehlen hier Rohre? Ach, hat es hier gebrannt, kann das sein? Gut, das erklärt einiges, glaube ich. Gut, dann mal ganz schnell wieder runterkühlen lassen hier. Zip, zap, sonst haben wir hier ein Problem. Sonst sind unsere Dinos weg. Ah, okay. So, gefriert nicht, perfekto, alles wieder easy. Alles wieder läuft, alles wieder läuft. Ah ja, Tüte Deutsch. So, und da kommt unser nächster Glitzer-Server. Sehr fein, sehr, sehr, sehr fein. So, wo schmeißt du den hin? Ja, schmeißen doch direkt irgendwo am Arsch der Welt hin, Mann. So, okay, der nächste Glitzer-Server ist auch wieder fertig. Das heißt, wir haben inzwischen vier Stück. Flup. Und mal gucken. Also hier ist es so, 0, 1, 2, 3, 4. Hier ist es 1, 2, 3, 4. Und wir sind bei weitem noch nicht beim Ende. Okay, das ist cool. Das ist cool. Okay, dann überlegen wir mal, wie wir jetzt hier weitermachen. Meine Güte. Wir könnten... Ich gucke, überlege kurz. Wir könnten... Also, die zwei Sachen, drei Sachen sind unterwegs. Oder nicht. Wir haben jetzt noch... Wir können mal ganz kurz gegenrechnen. 23, 24, 5. Ah, okay, die haben wir auf jeden Fall drin. Die haben wir auf jeden Fall drin. Das ist gar kein Problem. Gar kein Problem. So, was macht ihr jetzt eigentlich? Ihr holt Holz und bringt Holz, okay. Tja, das Zeug hier ist auch nicht gewachsen, ne? Nur mal so... Okay, was wir machen könnten, wir könnten ihm tatsächlich Gojuk da besorgen. Wir gucken das mal ganz kurz, was, ob es das hier gibt. Okay, was ist? Wie heißt denn das hier? Ist das nicht dieser Tee-Geblödel? Wait, nee. Tee-Geblödel. Nee, das ist falsch. Wait a minute. Wait a minute. Wie heißt der Scheiß? Doch. PSY. Warum hat denn der, warum würden das nicht angezeigt? Okay, das ist blöd. Das ist blöd. Okay, dann können wir das uns auf jeden Fall nicht besorgen. Okay, da muss Plan B, ja. Ich habe aber gerade noch keinen Plan B, wenn ich ehrlich bin. Der Plan B war eigentlich genau das.
Shit. Ja, dann müssen wir hoffen, dass das Zeug hier wächst und gedeiht. Liegt jetzt bei 32%. So, wir gehen mal oben die Gazellen ein bisschen jagen. Dann haben sie mal ein bisschen was zu lernen hier. Ah, okay, die jagen sich selbst, glaube ich. Sehr gut. Noch eins. Und noch eins. Ach, guck mal. Die ganzen Tiere wandern hier alleine rein. Das ist so freundlich von euch. So, da ist wieder einer tot. Sehr schön. Verlauft alle in meine Fallen rein. So macht das Ganze Spaß. Wie sieht es denn mit dem Essen aus? Okay, wir brauchen auf jeden Fall. Das war ganz gut, dass wir es gemacht haben. Warum läuft hier eigentlich einer rum ohne Jägerstatus? So, da liegt noch ein Eichhörnchen, was tot ist. Da liegt noch ein Hase, der ein bisschen verletzt ist. Da liegt noch ein Truthahn oder sowas. Ah, Truthahn wird abgeholt. Hier liegt auch noch ein Truthahn. Und hier liegt noch so ein komisches Fieder. Okay, dann haben wir das nämlich auch ein bisschen wieder auf Vordermann gebracht. Apropos Vordermann, ich weiß jetzt, was wir forschen können. Und zwar, wir gehen mal ganz kurz nach hier unten und werden hier kurz mal ein bisschen bei so rumklickern. Und zwar hätte ich gerne. Ja, was hätte ich denn gerne? Das ist die beste Frage heute. Ich hätte gerne eigentlich. Auto-Query, nein. Die Essensdinger. Ich glaube, die können wir noch gar nicht. Okay, wir brauchen einen Forschungsraum. Hier haben wir noch ein Plätzchen frei. Da können wir wieder doppelt machen. Okay, dann machen wir das doch so. Wir werden hier diesen Raum jetzt doppelt machen. So, einmal das runterziehen. Der ist 11. Das heißt, bis hierhin 11. War das? Ja. So. Das würde ja bedeuten, er hier müsste ja. Ah, der ist sogar 3 lang. Okay, warte mal. Die müssten eigentlich 21, genau. Und der müsste jetzt eigentlich auch 21 sein. Genau. Perfekto. Perfekto. Okay. Ups, der ist zu weit. So, dann machen wir nämlich hier den Forschungsraum rein. Gibt es hier eine Mitte? Weiß es gar nicht. Gucken wir mal. 5. Das sieht gut aus. 4. Okay, hier gibt es keine Mitte. Dann müssen wir es anders machen. 2 oben. 1, 2 unten. So, dann müssen wir es halt so machen. Okay. Gut. Das könnt ihr mal einmal komplett ausheben, bitte. Zip-zap. Radadatz. So, die bauen das mal ganz kurz ab. Da rein bauen wir die Forschung. Übrigens Forschung, wir können hier mal wieder ein bisschen auch sowas aktivieren wieder. Ich glaube, wir haben mehr als genug Steine da, oder? Oh, Sandstein, ja. 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 Wir ziehen uns mal von allen 100, dass wir ein bisschen Vorrat reinbekommen. Ach, guck mal, da ist sogar Eisen. Das heißt, wir könnten oben auch noch mal ein Häuschen hinbauen. Hier können wir auch noch ein Häuschen hinbauen. Hier könnten wir einen Ausgang und einen Eingang noch hinmachen. Den wollten wir so oder so eigentlich machen. Ich weiß nicht, warum wir den immer noch nicht gesetzt haben. So, das können wir alles weg. Der Kolonist hat genug Erfahrung gesammelt für, ja, ich weiß. Tatsächlich waren die eben sogar im Forschen schon wieder, ne? Ich hab's genau gesehen. Ich hab's genau gesehen, dass die am Forschen waren. Die Frage ist nur, was sollten wir forschen? Automatische Türen auf jeden Fall würde ich gerne haben wollen. Da das ein bisschen einfacher ist mit den Türen. Das hätte ich gerne. Das habe ich nämlich eben schon gesucht. Moderne, nee. Aber wir hatten doch diese Nano-Dinger. Dann reparieren sich die Teile doch. Wo waren die? Nano, Nano, Nano. Ich glaube, die dürfen wir noch gar nicht machen, weil wir die großen Tische noch nicht haben. Okay.
Genau, also wir müssen die großen Tische bauen. Dann können wir auch ein bisschen weitermachen. So, was machen wir hier? Wir müssen ihn auf jeden Fall versetzen. Ihn abreißen, ihn abreißen. Haben wir genug Strom dafür? Ja. Das passt schon. So. Das dahin, das weg. Das versetzen nach da. Dann. Oh, das ist alles ein bisschen schnell, finde ich gerade. Das war jetzt sogar für mich ein bisschen schnell, aber egal. So, jetzt passt das aber wieder. Wir haben jetzt hier noch ein paar andere Sachen bekommen, ne? Die Frage, sollten wir da noch von welche bauen? Also ein paar sind ja relativ gut, ne? Und ziemlich einfach immer zu bauen. So. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Also der würde alle vier hier bekommen, deswegen bauen wir den da einfach mal hin. Finde ich eigentlich ganz cool. Der würde auch alle vier bekommen. Perfekt. Er würde auch alle vier bekommen. Finde ich noch besser. Kriegt er auch alle vier? Ne, er kriegt zwei. Ja, dann trotzdem. Dann lassen wir die zwei. Das sind 40%, nochmal 20%. Er gibt auch nochmal 20%. Easy peasy. Guck mal. Der macht 3,8. Der macht 5. Die dürften jetzt sogar gleich. Nö, doch. Hey, da kam noch ein Prozent. Perfekt, guck mal, das, die machen jetzt 6000. 6000 RF. Jetzt bin ich schon in Minecraft. Und Minecraft habe ich schon so lange nicht mehr gespielt. Also, die machen 500, knapp. Okay, die machen fast 6000 Watt. Sprachdurchfall und Hirngulasch. Ganz ehrlich, das war jetzt ein bisschen wild. Aber passt. Cool. Also das ist gut. So, die sind wieder am Forschen. Forschung. Forschung. Nee, da kommt keine Forschung. Die da hätte ich gerne. Und zwar, die hätte ich gerne ganz kurz davor. Das sind sterile Boden oder steriler Boden. Der soll laut Angaben ein bisschen der soll ein bisschen die Dingsbums beschleunigen, die Forschung. Deswegen werden wir das mal machen. Wir gucken als erstes, ob er. Ja, Yalo, Yolo. Schade. Der hat keinen Tee dabei. Der hat aber sonst auch nichts dabei. Er hat ein bisschen Kohle bei, das ist alles. Aber sonst hat er nichts dabei, was mich ansatzweise wieder interessieren würde. Aber wir haben bestimmt was für ihn, was ihn ansatzweise interessieren würde. Zum Beispiel das hier erstmal alles. Dann habe ich hier diese komischen Dinge, die endlich mal weg können. Dann haben wir hier natürlich noch ein bisschen sowas hier in die Richtung. Dünnes Leder, dickes Leder, Vogelleder, Teufelsleder. Chickenleder, keine Ahnung, was die alles hier haben wollen. Hauptsache weg mit dem Schrott. So, dann haben wir davon noch ein bisschen. Da würde ich so, ich würde sagen 5000 verkaufen, also die Hälfte circa. So, was haben wir denn noch im Angebot? Wir hätten ein bisschen Sprit im Angebot. Willst du Sprit? Ja, Sprit sieht auch noch gut aus. Wir hätten auch noch ein bisschen Mais im Angebot. So, und dann kannst du abhauen. Vielen Dank für Ihre 11.000 Kröten. Wir könnten uns noch einen Omni hier bestellen. Ne? Omni. Omni. Den da. Der kostet immer noch 11.000. Wir machen wieder 12.000. So, 2, 4, 6 und Crate. Okay. So, perfekt. Ach, guck mal, die wurde auch alles. Es wurde alles gekauft. Das ist cool. Wir kriegen bald alle Sachen. Ich freue mich. Ich freue mich. Tralali. Okay. Wir singen jetzt nicht und wir summen auch nicht mit. Es tut mir leid. Okay. Haben wir unten schon Strom gelegt? Und natürlich. Das da. Also das da haben wir nicht gelegt. Doch, nee, das haben wir die komplette Reihe noch nicht gelegt. Alles klar. So, dann müssen wir hier und hier auf jeden Fall. Hier und dort. So, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, ich hätte gerne hier die ganzen Steine mal weg.
Das wäre herzallerliebst. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie das machen könnten. So, dann haben wir das. Ach so, er kann abhauen, er hat nichts mehr. So. Nächster Step. Wir bauen dann die Server langsam um. Und zwar kommt hier einer hin. Hier einer hin. Hier einer hin. Und hier einer hin. So, Server versetzt. Perfekto. Okay, die Server sind gesetzt oder versetzt, wie auch immer man es schimpfen möchte. Wir würden jetzt gerne noch wir würden gerne noch Hightech-Dinger bauen. Und zwar eins. Eins, zwei. Sorry, ich war am Überlegen. Junge, was ist denn los? Ja, Dickerchen, halt den Bubble, Mensch. Hallo, au! Hey, was ist denn los? Komm mal her. Sorry, Kader. Der Kader sitzt hier neben mir und mauzt mich ganz traurig an, als ob er irgendwas hätte. Ich glaube, er vermisst seine Freundin oder seine Mami. Ja, einige wissen es nicht. Kann ich kurz erklären oder erzählen. Meine Tochter ist jetzt ausgezogen mit ihrem Freund zusammen. Und sie hat ihre Katze mitgenommen. Die Katze hat, alter Schwede, was ist denn hier? Die Kitten geboren, die wir hier haben. Und genau. Ja, ich glaube, die sucht sie jetzt gerade. Fällt jetzt gerade ein bisschen auf, dass sie fehlen oder so, keine Ahnung. Ja, bisschen traurig. Aber kann ich leider aktuell gar nichts machen. Muss ein bisschen durch. Muss er leider durch. So, wir gehen mal ganz kurz hier runter. Stellen uns mal hier hin. Ich glaube nämlich, da kommen so ein oder zwei durch. Auf der Seite auf jeden Fall nicht mehr. Okay, doch, jetzt kommen da noch zwei. Okay. Die sind down. Die sind down, die sind down. Da unten müssen wir auf jeden Fall einen retten. Was mit ihm? Geht er weg? Okay. So, warte mal. Kannst du ihn retten, bitte? Der Rest darf wieder laufen und der Rest darf wieder fliegen. Okay. Ja, jetzt dürfte er wieder bauen, aber richtig kräftig bauen. Er muss auf jeden Fall gleich ins Bettchen, aber vorher bitte versuch, ihn zu retten. Bist du Arzt? Nö. Der ist kein Arzt. Warte. Medizin. So, ich hoffe, er bringt den jetzt dahin. Das sieht nicht danach aus. Das ist gut. Oder auch nicht so gut. Scheiße. Er ist tot. Fuck you. Schade. Okay, ich hab versucht, ihn noch zu retten. Es tut mir leid. So, wir lassen sie wieder. Nein. Nicht die Schädel entnehmen. Wir lassen sie ausziehen. Wir nehmen natürlich alles mit. Okay, hier liegt ja richtig viel Kram. Ach so, weil hier. Er war noch nicht richtig eingestellt. Naja, dann. So, tja, schade. Ich hätte ihn auf jeden Fall gerne gerettet. Ich hätte ihn gerne gerettet. Schade. Schade. Schade, schade, schade. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Holz. Kollegen, geht. Holz ernten. So viel wir. Upsala. So viel wie ihr könnt. Wir brauchen Holz. Und zwar zum Aufbau der Verteidigung wieder. Wo läufst du hin? Ah, du holst ein Bier da unten. Was ist, liegt denn da? Künstliches Herz. Okay. Künstliches Herz. Interessant. Was hast du? Simple Prothese.
Ja, wir payen das Ding, natürlich. Natürlich! Wir kriegen unsere erste große Maschine. Herzallerliebst. Setz sie bitte einfach irgendwo ab. Oh, lauf doch nicht schon wieder irgendwo hin, Mann. Setz sie doch direkt ganz oben auf die Kahle, Mann. Soll ich dir oben vielleicht einen Eingang hinbauen? Himmel. Du blödes Ding. So. Die Fünfer, also dieser Raum hier wird unser Roboterraum. Hier hoffentlich haben wir irgendwann mal so 2, 3, 4, 5. Aber hier kommen natürlich nur die Großen hin. So. Okay, ach so. Scheiße, habe ich jetzt alle deaktiviert? Bitte nicht. Ich glaube, ich habe nämlich gedrückt. Alle aktivieren. Okay. Alle aktivieren. Ich habe hier nichts gemacht. Geht arbeiten. Gut. Okay, der Transporter, der transportiert, der fängt natürlich jetzt an. Oh, der ist so schnell, das ist so schön. Guckt euch das an. Wir sind in Geschwindigkeit 2 und der fliegt förmlich über die Karte. Das ist so schön. Und das nächste. Und das nächste. Flup, flup, flup. Es ist so schön, so einen zu haben. Immer wieder toll. Okay. Gut. Ja, der Rest wird gerade gebaut. Die Jungs und Mädels, nee, die Robots sind am Arbeiten, was das Zeug hält. Und ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag. Und vielleicht sieht man sich in der nächsten Folge oder beziehungsweise hört man sich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.